Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch, wie ihr bei einer Canon Spiegelreflexkamera, in diesem Fall die 500D, den erweiterten ISO-Bereich erhöhen könnt oder einstellen könnt, sprich, dass ihr eine ISO von 6400 bzw. 12800 habt. Wenn ich jetzt hier einmal auf ISO gehe, dann sehen wir haben höchstens 3200. Ja, da müsst ihr so ein bisschen ins Menü, vielleicht findet man es nicht immer. Und deswegen zeige ich das euch, das ist so eine Art Quick-Tipp. Ja, ihr geht hier auf den Menü-Button, der hier sein sollte. Dann geht ihr auf das dritte, gelbe, hier seht ihr, das sind drei, ihr geht auf das dritte. Dann geht ihr auf Individualfunktion, drückt hier auf Set. Da, diesen Set-Button. Oh, jetzt hat die Kamera verschoben. So, und dann seid ihr am Anfang hier bei der 1. Und dann müsst ihr einmal nach rechts, dann seid ihr bei der 2. Da oben seht ihr das auch, ändert sich das auch. So, ihr geht auf 2 und dann habt ihr hier schon den ISO. Da drückt ihr dann einmal auf Set und dann könnt ihr navigieren und klickt einfach auf ein. Dann könnt ihr wieder zweimal auf Menü. Und jetzt sehen wir, wenn wir auf ISO klicken, haben wir da 6400 und 12800. Ja, es hängt natürlich von der Kamera ab, wie hoch es noch geht. Es geht bei der 5D noch höher und bei der 1D. Ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass ihr eine von den beiden Profikameras besitzt. Wenn ja, könnt ihr stolz sein. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich habt ihr was gelernt. Und Peace, bis dann.